Lektion 212. Ich bin kein Körper, ich bin frei, denn ich bin nach wie vor, wie Gott mich schuf. Ich habe eine Funktion, von der Gott möchte, dass ich sie erfülle. Ich bin kein Körper, ich bin frei, ich bin nach wie vor, wie Gott mich schuf. Ihr seid wahrhaft gesegnete Wesen und ich bin der, den ihr als Jesus kennt. Und eure Bestimmung auf diesem Erdenplan ist, alles aus eurem Geist zu entfernen, was nicht liebevoll ist. Und diese Lieblosigkeit wird in eurem emotionalen Feedbacksystem als negative Emotionen zurückreflektiert oder wiedergegeben, manifestiert. Also wann immer du ein negatives Gefühl fühlst, dann kannst du dir 100% sicher sein, dass du einen angsterfüllten Gedanken oder einen lieblosen Gedanken über dich selbst oder jemanden anders oder eine Sache hattest. Und dein System der inneren Führung sagt dir, du bist aus Liebe gemacht. Und das ist nicht liebevoll. Es ist sehr einfach, ihr Geliebten. Es ist wirklich sehr, sehr einfach und ihr macht es so kompliziert. Eure Bestimmung hier ist, durch die Praxis der Vergebung nach Hause zurückzukehren. Nun, wie ist die Praxis der Vergebung das Mittel für euch, um nach Hause zu kommen? Wenn ihr versteht, dass ihr nur euer eigenes Bewusstsein erfahrt, während ihr hier seid, ja, und es sieht so aus, als ob es hier alle möglichen Arten von anderen Menschen gibt und Orte und Dinge, die hier eure Probleme verursachen, aber diese Probleme steigen aus dem Inneren eures eigenen Geistes auf. Das ist der einzige Ort, wo sie existieren. Alle Ereignisse sind neutral. Bis du darüber Geschichten erzählst, das ist lieblos oder urteilend oder fokussiert auf Trennung. Und in dieser Geschichte leidest du. Ja, es gibt Zeiten in deinem Leben, wo du physischen Schmerz hast. Ein gebrochenes Bein oder wenn du ein Kind bekommst. Diese Arten von Dingen. Aber das Leiden ist immer optional. Und Leiden bedeutet, dass du deine Bestimmung hier vergessen hast. Zu vergeben und von deinem Geist das zu entfernen, was nicht liebevoll ist. Und dem Heiligen Geist zu erlauben, deine Interpretation zu übersetzen in die wahrhaftige Interpretation für dieses Ereignis, das du hier erfährst gerade. Wir sind hier alle bei euch und unterstützen euch hier auf eurer Reise. Aber wir können nicht eure Entscheidung für euch treffen. Nur ihr könnt hier in eurer angsterfüllten oder urteilenden Gedanken eintauchen und ohne Strafe. Also ihr werdet nicht bestraft, aber es gibt natürlich eine Konsequenz dessen und das ist, dass ihr leidet. Aber ihr werdet niemals dafür bestraft, für das, was ihr tut, wenn ihr euch irrt. Ihr werdet niemals bestraft, wenn ihr verwirrt seid. Und ihr werdet niemals bestraft, wenn ihr nicht wisst, was ihr tun sollt. Und das ist der Grund, warum wir heute diese Informationen zu euch bringen. Damit ihr versichert seid, dass die Macht in eurem Geist liegt. Die Macht, das Leiden zu beenden, ist eure und nur eure allein. Wir können nur das Licht auf die Lösung leuchten lassen. Wir können nicht machen, dass ihr sie ergreift. Ich bin der, den ihr als Jesus kennt, und ich spreche morgen wieder zu euch.